bekomme in letzter Zeit häufiger die Frage gestellt, wie man seinen Tagesinhalt viel, viel einfacher und wirkungsvoller gestaltet, so dass man auch für sich herausfindet, worauf es ankommt. Und die einfache, klare Struktur, die den meisten Menschen fehlt, ist der Punkt, dass sie nicht bereit sind, gewisse Dinge jeden Tag und wirklich jeden Tag immer wieder exakt zu machen. Wenn du für dich herausfinden möchtest, wo du eine richtige, bedeutsame Situation dir herstellen kannst und das, was dir wirklich Spaß macht, dann guck doch mal, schau und finde heraus, wo du wirklich dich jeden Tag mit auseinandersetzen kannst. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, dann wirst du irgendwann mal für dich auch diese einzelnen Punkte immer wieder vervollständigen und verbessern, bis du irgendwann mal an den Punkt angelangt bist, wo du herausgefunden hast, so und so und so kann man es noch besser machen. Und das machst du einfach kontinuierlich über einen Monat, über ein Jahr hinweg. Und irgendwann merkst du das, weil du da stetig diese Routine reinbekommen hast, dass das für dich funktioniert. Und wenn du so immer wieder gewisse Punkte, wo du eine Erfüllung drin findest, durchführst, dann wirst du für dich immer mehr herauslesen, der ganzen Situation entsprechend, dass man das so und so noch besser machen kann. Das kriegst du aber nur hin, wenn du es jeden Tag routinemäßig, kontinuierlich immer wieder beibehältst, weil du für dich herausgefunden hast, dass das dir eine Erfüllung bringt, wo du tagtäglich dich drauf konzentrieren kannst. Denk da mal dran, teile es mit anderen Menschen, die das hören müssen, und bis dann.